Jetzt geht's weiter. Ich bin super gespannt. Runde 11, Road 96 auf der Switch und es geht los. Wie gesagt, ich bin super, super gespannt, denn die Dinge entwickeln sich. Ja? Die Dinge entwickeln sich und ich sage euch, es wird eine Wahl geben und bei dieser Wahl wird nicht Tyrak gewinnen. Das Dumme ist nur, dass ich das Gefühl bekomme, durch die Reaktionen der Leute, dass sich dann trotzdem nichts ändert. Das wäre bitter. Das wäre sehr bitter. Ich hoffe, dass das Spiel das nicht mit mir macht. Wir schauen mal. Ich habe mich nicht entschieden. Ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt hier aussteigen soll oder noch ein bisschen weiterfahre. Ich fahre noch ein bisschen weiter. Mal schauen, wo ich lande. Keine Ahnung. 9 Kilometer noch. Zwei schon über die Grenze gebracht. Ein Jugendlicher ist durch meine Entscheidung gestorben. Aber wir haben viel bewegt. Zoe 74%, Alex 68%. Fanny 54. Es hat sich viel getan. Ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Aha. Ich weiß, wo wir sind. Es ist Zeit, einen neuen Weg auszuprobieren, über die Grenze zu kommen. Und ihr wisst auch, wo wir sind. Oder? I guess so. Oh, what the fuck? Warum ist Putzelei hier? Oh, okay. Warum ist die Polizei hier? Es ist offen. Scheiße. Okay. Wieder neue Wege, neue Möglichkeiten. Ich bin total begeistert. Okay. Da, das kommt safe hier aus. Snurk is a bug. Jetzt komme ich oberhalb des Sees, glaube ich, aus. Ne? Ist alles schlauchig gestaltet, auch wenn es nicht schlauchig aussieht, aber ich kann mich tatsächlich abseits des Weges null bewegen. Deswegen bin ich gespannt, was jetzt passiert. Wow. Eine Seilrutsche. Das ist ja mal eine abgefahrene Idee. Aber jetzt kann ich tatsächlich hier genau gar nichts tun, weil ich das nicht benutzen kann. Was ist denn das für eine Ability? Du bist schlau. Das stimmt, aber das hat ja nichts mit dem zu tun, was wir hier sehen. Seilrolle nehmen. Ah! Oh fuck! Da hätte ich auch unten lang gehen können. Immer noch schön hier, doch. Muss man ja wirklich mal sagen.
Also da sich ja hier nun immer noch nichts als solches verändert hat, gehe ich jetzt einfach wieder den Weg, den wir einst schon mal gingen. Vor x Tagen, Wochen, Monaten, Äonen. Ich tue alles, damit die Wahl für Flores gewonnen wird. Und ich hoffe wirklich, dass ich das nicht bereuen werde. Wenn ich das bereue, dann flippe ich immer was von aus. Ja, gerne, immer noch. Lass ich Geld hier? Ich glaube, ich mache das diesmal anders. Ich glaube, dieses Mal nehme ich einen anderen Weg. Ich weiß nur noch nicht welchen. Beim letzten Mal habe ich mich ja durch das Tor gehackt und bin durch den Fluchttunnel geflohen. Durch den Tunnel bin ich geflohen, den es ja eigentlich offiziell gar nicht gibt. Ich bin über den Berg geklettert, das war meine erste Flucht, erfolgreiche Flucht. Auf der Flucht selbst bin ich noch nicht gescheitert, toi toi toi. Ich bin nur durch Jared einmal ums Leben gekommen bisher. Aber wir haben ja tolle neue Abilities, mit denen wir vielleicht das ein oder andere hinkriegen, denn wir haben ja das hier, den Lucky Charm, und wir haben den Pass, den haben wir auch noch nicht ausprobiert an der Grenze. Und wir können ja neuerdings Schlösser knacken. Von daher haben wir neue Optionen, um jetzt an der Grenze krasse Dinge zu tun. Ich werde aber vorher mal mit den Leuten hier quatschen, um zu gucken, was Phase ist. Ich hätte auch genug Kohle, um die Leute dafür zu bezahlen, dass sie mich rausbringen. Ne? What are you doing here alone? Don't be one of those kids sneaking into a truck. Believe me, you'll never make it. Now be careful out there. You hear? Of course, I've sent him out on the road. Sent a few here too. But the real some protest to help here you on your will journey go down on election day. Tja. Jetzt ergeben sich hier halt Möglichkeiten. Schloss von LKW knapp. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit in den LKW zwängen. Das kann ich sowohl bei das kann ich bei dem hier machen und hier unten ist noch eine Option, die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Schloss von LKW knacken. Zahle ich ihn dafür? Ha.
gibt keinen leichten Weg, über die Grenze zu kommen, also tue ich's. Okay. Wir erinnern uns, falls ich es nicht schaffe, oder falls ich es schaffe, man weiß es ja nicht, beim letzten Mal schon das 60-40 Tyrag Floris. Jetzt überprüft. Oh no! Teufel! Ja, klasse! Die ist ja ganz chillig auch. Freedom. Nothing is more important, but there are many others in Petra still looking for it. Komm auch immer näher an den Menschen der Welt. And their journeys have only just begun. Ha, ich bin super gespannt. Ich bin so gespannt, wie das weitergeht. So gespannt. Episode 5. Wir haben die Hälfte bis zum Wahltag. Also. Hello, Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show.
In a news exclusive, I've learned the Brigades have recently attacked two officers transferring a prisoner. The Brigades overwhelmed the officers during a refueling stop and released the prisoners. Here tonight is Officer Green, who fortunately survived this brutal attack. Officer Green, can you tell us what happened? Well, me and Officer Thompson were refueling on our way to a more secure facility when we were suddenly attacked by at least 10 brigades. Terrible. These brigades, they're just violent criminals. Is there anything we can do to help? Yeah. If anyone knows anything about the people who did this, or have seen these fugitives, call the Sonya hotline or your local authorities at once. Thank you, Officer Green. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. In a nutshell, voting for Flores equals voting for violence. Don't vote for violence. Vote for Tyrak. As you know, the Sonya Show is very concerned about our youth who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Remember, if you have any information, please call the Sonya hotline. Es entwickelt sich in Richtung Neuwahl. Ich hoffe nur, dass es wirklich kein Holzweg ist. Es wäre so bitter, wenn all die Dinge, die man tut, in der Hoffnung, etwas in die Richtung verändern zu können, für Patriot, wenn das dann ein Loose End wäre, das wäre richtig kacke. Mal schauen. Where the heck are we? Juli 18, okay. Und wieder treffen wir zuerst auf Alex. Es ist ein roter Faden, dem wir hier folgen. Das ist cool. Und schon so viele Abilities. Das hier scheint mir ein... Ich frage mich, ob man da irgendwann... wirklich mal in die Situation kommt, dass man vielleicht der Regierung verrät, wer das ist. Ja, natürlich eine krasse Entscheidung, aber... Kein Strom. Ah, that's a pity. Yes! Ich liebe es, Wahlplakate in diesem Spiel zu beschmieren. Im wahren Leben würde ich das nie tun. Ich habe nur mal ein Plakat geschmiert, wo es darum ging, dass eine Bürgerinitiative verhindern will, dass in Iserlohn im Wald Windkrafträder aufgestellt werden. Ich habe ein Atomkraftwerk auf das Plakat gemalt. Was? Nochmal. Neben einer Tankstelle. Oh wow. Ugh, I don't get it. I've tried everything. Guess I'm just a normal genius, not a genius genius. Yo, depressing.
Stimmt, mit dem Lucky Charm kann ich nicht. Okay. Let's start from the beginning. You got this. Diese Tankstelle ist aber schon längere Zeit nicht mehr in Betrieb. Würde ich jetzt mal vermuten. I don't get it. I've tried everything. Ja, aus wie keine Ahnung was. Guess I'm just a normal genius, not a genius. Ja, ich komme ja gleich sofort zu dir. Depressing. Mhm. Okay, jetzt habe ich. Let's start from the beginning. You got this. Hier draußen habe ich, glaube ich, alles gesehen, was es zu sehen gab. Oder? Ja, denke. Gut. Da kommt man noch nicht rein. Da kommt man rein. I don't get it. I've tried everything. Okay. Guess I'm just a normal genius, not a genius genius. Bin ich, yo, depressing. Rein. Hier komme ich rein. Hallo. Wir kennen uns noch nicht, aber ich kenne dich, obwohl du mich nicht kennst. Start from the beginning. You got this. Der erschrie ich jetzt wahrscheinlich zu Tode, ne? Mach mal hier ein bisschen Musik. Dang! What are you? A ninja? Yeah. It's cool, dog. Actually, nice to see another teen. I was starting to think I was the only one. Well, it's a prototype. You can't actually detonate it. I've been designing it for this guy I know, Robert. For the moment, yeah. Could be worse, homie. Wait. I got an idea. You can be my rubber duck. A rubber duck is someone who listens to someone else describe a problem. If all goes well, the solution presents itself to the person talking. Cool, cool. So first I check the resistance with my voltmeter, and everything seems okay. Then I clean the captors, checking them too. A bit painstaking, but whatever. You're a genius! To turn on the electricity, we need to find the generator. Could be anywhere at this station. Grab this nail gun. I got another idea. See the cable in the ceiling? Hit the tile to see where it goes. That's how we'll find the generator. Ist wirklich richtig viel. I'm coming. Hell yeah, dog. The generator's in here. We just gotta start it now. The key should be around here somewhere. Huh? What? The key? Are you fucking kidding me? Ach du Scheiße, was ist das denn?
Au! You okay, dog? Oh, wait. Try with this magnet. Mhm. Was soll ich tun? Wo muss ich denn hin? Was hat er gesagt? Mein Haar sieht jetzt wie aus? Super crisp? Ja, aber das ist scheiße, weil das sicher das Drehen. Oh, come on! Wo muss ich denn überhaupt hin? Sure is in bad shape. You know, that's why we need Tyrak for another 10 years, and not that Flores. To make sure this kind of thing doesn't happen elsewhere. Hey, wanna scare these Tyrak supporters a little? The cable goes under their car. I can make it active. And their car, too. Yeah, this place looks crap. Quit fooling around, Jim. I just got electrocuted, don't you, the car? This is one of your jokes, isn't it? No, see for yourself. Why would I try to electrocute myself? Fine. I don't feel nothing. Gotta touch the car. I didn't believe you. I know. Hey, look over there. Whoops. Time to run, homie. Oh, no. Where to? What? Was war da gerade so schön? Warum trifft man Alex immer für so eine Nanosekunde oder so? Uns dahinter versteckt und dann ist was passiert. Und erzähl mir nicht, der ist schon wieder weg. Na klar. Das gibt's doch nicht. Der schon wieder weg. Ich stoppen. Mann, ey, dass man mit dem aber auch nie länger interagieren kann als 5
Sekunden gefühlt. Frag mich, was mit dieser Funkstelle passiert ist, dass die jetzt so aussieht. Warte mal, pennt der vielleicht irgendwo hier? Eigentlich irgendwo. Da ist so eine Schlafputze, guck mal. Always and forever. Guck mal, hier ist ein Auto. Habe ich einen Schlüssel? Nö. Kann ich nicht mit meinem super Hacking-Schlüssel. Schade eigentlich. Dann runnen wir doch mal. Verlassen diesen Ort und sehen uns sehr bald wieder, denn ich will wissen, wie es weitergeht. Klare Geschichte, ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns sehr bald.